Lass uns nicht drüber reden. Lass uns nicht. Wir haben gesagt, wir wollen neu anfangen. Lisa, wir wollen neu anfangen, hast du gesagt. Klar freue ich mich wieder in Köln zu sein. Aber ich hätte auch noch viel länger bei Dasha in London bleiben können. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, wie es mit Hannes weitergehen soll. Eigentlich hätte Carlo den ganzen Driss auch tragen können. Hi! It's my kleines Londoner Girl. Na, alles gut? Wo sind die ganzen Sachen, die du mir mitbringen wolltest? Ja, die ganzen Jerseys und die ganzen Sneaker? Hallo! Und wie geht's eigentlich Dasha? Lass sie erst mal ankommen. Okay. Ich bin einfach nur froh, dass du es ist hart unangenehm, wenn man es überfallen wird, wenn man nach Hause kommt. Ich hasse das auch. Also. So. Aber trotzdem habe ich dir was Schönes gezaubert. Habt ihr natürlich auch was mitgebracht. Das wird Carlo sein. Ich mache auf. Die Karte. Ne? Kann ich nochmal mitgebracht? Lisa spricht eventuell. Nein, das machst du nicht. Alles gut. Was willst du hier? Mir ging es die letzten Tage einfach ziemlich beschissen. Ernsthaft. Deswegen bist du hier? Mir geht's scheiße. Was glaubst du denn, wie es mir geht? Ich gehe extra nach London, damit wir diese Beziehungspause machen können. Und was machst du? Ich lese in diesem Chat, dass du mit Marie geschlafen hast, dass du gar nicht an mich denken musstest. Ich meine das nicht so, wie ich es geschrieben habe, Lisa, bitte. Lass uns mal. Nein, Hannes, lass mich bitte mit Lisa reden. Hannes. Bitte. Natürlich möchte ich auch noch mit Hannes reden. Aber in aller Ruhe und nicht hier zwischen Tür und Angel. Es geht schließlich um unsere Beziehung. Hannes ist nicht da. Alles im grünen Bereich. Kannst du also Gedanken lesen? Naja, ich meine, es ist verständlich, dass du ihn nicht sehen willst, nachdem, was er abgezogen hat. Das heißt, Gedanken lesen kann ich nicht, aber ich kann nicht verstehen. Stimmt, ja. Das wissen ja alle, das haben ja alle gelesen, dass Hannes bei dem Sex mit Marie gar nicht an mich denken musste und das super schön war. Das ist einfach so unangenehm. Es braucht nicht unangenehm sein, okay? Klar, es haben jetzt ein paar Leute mitbekommen, aber die Person, die sich schämen sollte, ist Hannes, nicht du. Ist alles gut. Ja. Wo ist Mo? Ich habe mich mit dem verabredet. Ja, Uni, ich glaube, der kommt in den Augenblick. Der hat eine Vorlesung. Du studierst nun mit ihm. Hast du da nicht auch eine Vorlesung? Ja, stimmt. Aber? Aber ich habe nicht so wirklich Bock. Jill hat keinen Bock auf Uni. Was ist los? Alles gut? Ist irgendwas passiert oder so? Du kannst es mir gerne erzählen. Oh, got you! Lisa! Damn, ich hab dich vermisst. Ja, London. Cool, das kann ich hier alles vielleicht hinten erzählen. Chill out area. Können wir noch drehen? Wir können auch hochgehen. Nein, Lisa, lass uns mal bitte noch mal reden. Du musst mir zuhören, okay? Komm mal her. Ich war ein absoluter Idiot, okay? Ja. Ich weiß nicht, warum ich dir gesagt habe, dass ich irgendwie Angst habe, was zu verpassen oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich dich will und ich liebe dich. Du liebst mich. Du musst mir glauben. Du liebst mich. Pass auf. Strike, ich hab's getan. Hab Marie flachgelegt und es war wirklich nur geil. Ich habe wirklich nur an Lisa gedacht. Du hast mich wirklich sehr vermisst, Luz. Ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe. Lisa, ich liebe dich. Wirklich. Ich brauche das nicht, okay? Ich denke, es ist besser, wenn wir die Beziehung einfach beenden. Mann, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Ich bin völlig durcheinander. Einerseits hasse ich ihn dafür. Andererseits liebe ich ihn doch noch. Oh.
Kannst du mir bitte eine Sache sagen? War das mit dem Schlussmachen vorhin wirklich ernst gemeint? Ich war gerade oben bei Hannes und er ist komplett fertig. Und ich sehe, dass es dir dabei auch nicht gut geht, ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich ihn liebe und dass ich verletzt bin. Ich weiß. Ja, aber ich weiß und das verstehe ich auch. Und das versteht er auch. Und er weiß auch, dass er Scheiße gebaut hat. Aber, guck mal. Ist die Pizza einfach mal fertig oder soll ich nur quatschen? Ja, die ist gleich fertig. Aber du weißt halt auch, dass er dich liebt und dass er das nicht... Und er bereut das wirklich. Und das hat er mir gesagt und ich weiß, dass er nicht lügt, weil ich sein bester Freund bin. Und ich würde dich auch nicht anlügen. Er bereut das wirklich. Er bereut. Dir ist schon bewusst, dass jemand, der einmal betrügt, immer wieder betrügen wird. Einmal Betrüger, immer Betrüger. Es ist trotzdem nicht das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Warum? Weil die beiden in der Beziehungspause waren. Ach so. Ja. Aber er sagt ja die ganze Zeit, dass sie so liebt und dass er die ganze Zeit geliebt hat und so viel an sie denkt. Bullshit. Weil dann würde er sie nicht betrügen. Was redest du da jetzt dazwischen? Ja, doch, guck mal. Die haben doch eine Beziehungspause. Und eine Beziehungspause ist doch dazu da, um zu gucken, was man für wen empfindet. Mhm. So, ja. Und wenn er eine Beziehungspause ist und dann gerade mit irgendwem anders ist. Sowas von dir kommt, ist ja so typisch. Ja, warum? Okay, es reicht. Es ist meine Beziehung und es ist schön, dass ihr alle eine eigene Meinung dazu habt, aber ich brauche das gar nicht und es hilft mir überhaupt nichts. Sorry. Es ist einfach. Kann ich vielleicht irgendwo hingehen, wo es ist? Lass uns einfach erstmal in mein Zimmer gehen und, keine Ahnung, erstmal. Zeit so und ich hatte das Gefühl, wir haben eine wunderschöne Beziehung und sind glücklich. Aber du musst das ja alles kaputt machen. Ja, ich war ein Idiot, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich liebe dich, Lisa. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass wir einfach nur mal von vorne anfangen können. Vielleicht einfach so, wie wir uns kennengelernt haben. Mit dem Bulli, wo du auf einmal mit diesen komischen Käfern neben mir warst. Und ich dachte, ich werde für immer in diesem Wald schlafen. Ich weiß, du brauchst eine Menge Zeit. Und die gebe ich dir auch. Ich gebe dir alle Zeit, die ich habe. Ich möchte einfach, dass du weißt, dass ich dich liebe. Du bist der einzige Mensch, der mir so wichtig ist. Ich würde auch gerne mit dir von vorne anfangen, weil ich einfach nur noch für dich so viele Gefühle empfangen ist.
einfach mal am Rhein spazieren gehen. Mit einem Bierchen. Und uns neu kennenlernen. Ja. Lass uns aber erstmal aufhören zu weinen. Okay. Ja. Wir wollten noch zum See. Kommst du? Ich störe wohl. Nicht. Hör mir zu. Scheiß drauf, okay? Lisa, bitte hör mir. Ich kann nicht. Ich krieg diese Bilder nicht raus. Dass du mit mir. Ich kann es nicht. Lass uns nicht drüber reden. Lass uns nicht. Wir haben gesagt, wir wollen neu anfangen. Lisa, wir wollen neu anfangen, hast du gesagt. Wie soll ich mit Hannes unbeschwert Zeit verbringen, wenn ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, einfach nur daran denken muss, dass er mit dieser Marie im Bett war? Schatz, sowas tut immer weh. Das ist egal, wie alt man ist, es tut immer weh. Und naja, das kann man auch nicht abstellen, weil das Herz halt nicht dran. Dreimal Liebeskummer-Spezial ohne Alkohol, extra viel Schokolade. Danke. Danke dir. Nochmal das Gleiche? Yep. Also, es war alles ein bisschen viel heute. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du dir am liebsten wünschen würdest, dass Hannes und du genau da anknüpfen könnt, wo ihr vor der Beziehungspause wart, weil ihr euch liebt. Aber es geht nicht. Ich weiß. Naja, Lisa. Guck mal, es braucht manchmal einfach ein bisschen Zeit. Hm? Musst du dir nehmen. Nicht da! Meine Lisa! Hannes! Hör auf jetzt! Nein, da muss doch jemand sein! Ja, aber es ist keiner da, du hörst es doch! Okay, lass uns trotzdem gehen zu dem Vater, geh. Komm! Gib mir dein scheiß Bier jetzt! Scheiße. Hannes! George, hast du Lisa gesehen? Ob du Lisa gesehen hast? Hast du Lisa gesehen? Nee, ist sie im Hostel? Ich komm grad vom Hostel, da ist sie nicht. Und wo ist sie denn dann? Selbst wenn ich's wissen würde, Hannes, dann würde ich's dir definitiv nicht sagen. Ihr solltet euch in der aktuellen Situation nicht sehen. Gib ihr mal ein bisschen Freiraum. George, Mann, ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht verlieren. Verstehst du das? Ich kann sie nicht verlieren, George. Ich hab richtig, richtig Scheiße gebaut, Alter. Ich kann nicht ohne sie leben, verstehst du? Ich kann nicht ohne Lisa. Mann, das ist Marie. Das ist Scheiße, Alter. Hannes, was hat das? Wo ist Hannes? Wo ist Lisa? Was hast du sie heute gesehen? Wo Lisa ist, okay? Aber eins kann ich dir sagen. Pass mal auf, du bist ein junger Kerl. Und als junger Kerl baut man ab und zu Bullshit, ja? Und ich glaube auch nicht, dass du absichtlich Lisa verletzt hast. Deswegen kannst du nur hoffen, dass ihre Liebe dir gegenüber stärker ist als den Schmerz, den du ihr bereitet hast. Und hoffen, dass sie dir irgendwann mal verzeiht, mein Freund. Was? Ich kann doch verstehen, dass sie mir nicht verzeiht, Mann. Ich würde es genauso wie dich tun. Ich glaube, es ist vorbei. Es kann doch nicht mehr so leicht und so unbeschwert und einfach glücklich und schön, wenn es geht, doch gar nicht alles immer dabei sein wird. Egal, wie du dich entscheidest, wir sind deine Eltern, wir lieben dich und wir werden immer für dich da sein, okay? Egal, was ist. Na, da hat wohl jemand eine schöne erste Nacht mit seinem Date gehabt, hä? Du bist doch jetzt nicht einfach eifersüchtig, oder? Ich bin nicht in dich verliebt. Es ist besser, du gehst jetzt. Du willst mich doch jetzt nicht wirklich vor die Tür setzen, oder?